Der demografische Untergang Europas, also das Gegenteil von dem, was uns immer gesagt wird, dass wir zu viele Menschen sind, werden wir heute mal besprechen, nämlich dass wir immer weniger Menschen werden. Das Thema Transhumanismus und Neuralinks, also Chips im Gehirn. All das sind Themen, über die ich heute mit Kindheitsforscher Michael Hüter sprechen werde. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute im Gespräch, in meinem zweiten Interview mit Michael Hüter. Herr Hüter, herzlich willkommen. Hallo Herr Hopf. Herr Hüter, wir hatten ein sehr erfolgreiches Interview aufgenommen zusammen. Ich meine, das hat jetzt schon weit über 70.000 Aufrufe bekommen. Die Kommentare darin waren sehr positiv. Das hat mich auch gefreut, dass da doch so ein reges Interesse an Ihrer Person und an den Themen da ist. Ich meine, das Thema heute ist ein noch deutlich, ja, polarisierenderes auf jeden Fall, das viele Leute bewegt aktuell, gerade die ganze Geschichte um Elon Musk, Transhumanismus, Chips ins Gehirn, dass das jetzt offen geäußert wird. Bevor wir darüber aber sprechen, möchte ich Sie ganz kurz noch mal vorstellen für die Leute, welche Sie noch nicht kennen. Herr Hüter, Sie wurden 1968 in Kärnten, Österreich geboren und studierten später in Salzburg Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Sie sind anerkannter Historiker und Ihr Buch Kindheit 6.7 gilt inzwischen als Grundlagenwerk im Bereich der Kindheitsforschung. Als Vater von drei Kindern fließen in Ihre Arbeit sowohl fachliche Expertise als auch persönliche Erfahrungen ein. Und was Sie ja noch sind, Sie machen auch noch ein Filmprojekt, ein sehr interessantes Filmprojekt, Der große Mythos Erziehung und Bildung. Da werden wir unten in der Videobeschreibung den Trailer zu diesem Filmprojekt einblenden, als auch ein GoFundMe. Wir werden auch im weiteren Verlauf des Interviews nochmal dazu sprechen. Und ich möchte auch gleich mal sagen, dass die HKCM sich am GoFundMe mit 1.000 Euro beteiligen wird. Wir unterstützen das ganz klar. Und wenn Sie das auch weiter unterstützen möchten, nutzen Sie direkt den GoFundMe. Das sind wirklich Fernsehinhalte, also mediale Inhalte, die wir unterstützen sollten. Also starten wir direkt mal los mit der ersten Frage. Herr Hüter, in unserem letzten Gespräch haben wir ja bereits das Thema Transhumanismus kurz angesprochen. In der Zwischenzeit hat die Firma Neuralink von Elon Musk gemeldet, dass sie den ersten Gehirnchip erfolgreich einem Menschen eingesetzt haben. Sind wir als Menschheit schon mittendrin im Transhumanismus? Ja, da sind wir mittendrin, aber ich glaube, dass das weniger daran liegt oder sich daran festmacht, dass es dem Herrn Musk dass Herr Musk jetzt einen Neuralink erstmals bei einem Menschen implantiert hat. Ja, er hatte ja schon Versuche mit Affen unternommen, die ja bekanntermaßen nicht sonderlich erfolgreich waren. Aber ich glaube, auf Elon Musk zu schielen, primär, wenn man das Thema Transhumanismus bespricht, ist mir zu wenig. Denn Elon Musk ist für mich nicht wirklich die Symbolfigur oder die treibende Kraft hinter dem, was man Transhumanismus bezeichnet. Dass er auch sich an diesen technischen Möglichkeiten oder Versuchen beteiligt und forscht, ist Faktum. Ja? Aber ich halte ihn persönlich und die Firma Neuralink für, wenn wir von Transhumanismus sprechen, für eigentlich die unbedeutendste Person. Ich möchte mal darauf zurückkommen, was die meisten Menschen wissen. Also sehr, das ist ein Begriff, der geht immer wieder, vor allem durch die alternativen Medien, teilweise auch durch den Mainstream. Aber was ist damit gemeint? Transhumanismus ist eine Ideologie. Transhumanismus ist in erster Linie einmal eine Denkrichtung. Ja, Transhumanismus hat ein Konzept, eine Idee, und zwar eine sehr radikale und eine zwar sehr reduzierte. Der Transhumanismus geht im Wesentlichen davon aus, dass der Mensch unperfekt, eigentlich schlecht, so wie er ist, und dass er optimiert werden kann und sollte, und zwar mittels technischer Möglichkeiten. Ja, und zwar ausschließlich technischer Möglichkeiten. Ja, sprich, den Menschen quasi mit der Maschine verschwimmen zu lassen, um ihn zu manipulieren,
optimieren, natürlich alles nur unter dem Narrativ, wir wollen doch nur das Beste für die Menschheit. Ja, Natürlich. und dazu hätte ja vor vielen Jahren ein Mann, nämlich Yuval Noah Harari, der Historiker mit seinem Weltbestseller Homo Deus, schon darauf hingewiesen. Diese Entwicklung geht ja schon sehr lange. Ja, und der Transhumanismus, da gibt es auch schon sehr viele Literatur darüber, ist vor allem eine im Grunde genommen menschenverachtende Ideologie. Weil sie mal davon ausgeht, dass der Mensch so, wie er ist, nicht richtig, nicht gut ist, ja, und ersetzt werden muss. Es geht um, vereinfacht gesagt, auch eine weitere Komponente, um, sage ich jetzt einmal, die Natur zu beherrschen und Gott zu spielen. Daher ja auch von Yuval Noah der Titel Homo Deus. Ja? Es geht darum, als Mensch Leben zu schaffen. Einmal abgesehen davon, dass ich glaube, dass es nicht gelingen wird, ja, geht es doch dabei letztendlich, ja, es sind ja vor allem Milliardäre, und zwar alle Multimilliardäre, von Amazon angefangen, bis Musk, der sein Unternehmer, Google vor allem ist er seit 20 Jahren der Konzern, mit verschiedensten Leuten, ganz, ganz stark an diesem transhumanistischen Projekt dran. Ja? Aber es steht dahinter ja auch eine Ideologie. Im Wesentlichen geht es darum, nicht nur Krankheiten zu heilen, wie man angeblich vorgibt, ja, sondern das Leben zu verlängern. Es ist der alte Mythos und Traum, der wieder Wirklichkeit werden soll, quasi unsterblich zu werden. Und dass gerade die Multimilliardäre daran so großes Interesse haben, liegt nahe. Denn die haben alle zusammen nämlich ein gewaltiges Problem. Auch sie sind sterblich. Und darüber gibt es eine ganze Menge Literatur seit Jahrzehnten. Wir dürfen nicht vergessen, niemals in der Geschichte der Menschheit hat es dermaßen viele Multimilliardäre gegeben. Historiker haben errechnet schon vor vielen Jahren, dass nicht einmal die größten Kaiser und Herrscher der Menschheitsgeschichte, die allergrößten, kein Augustus, kein niemand, hatte jemals so viel Vermögen und die hatten Riesenreiche als heute einer dieser Multimilliardäre. Das ist etwas, worüber wir nie diskutieren. Wieso lassen wir das überhaupt eigentlich zu? Und dient das der Menschheit? Und dann gibt es eine psychosoziale Komponente, eine psychologische Komponente. Diese Menschen können nicht anders als gefährlich werden, weil dieser unglaubliche Reichtum ja auch Macht ist. Und die vergeht alleine von Natur aus, weil sie auch immer versterben. Das heißt, was nützt ihnen das auf Dauer, wenn sie das alles doch letztendlich verlieren? Daher haben ja vor allem die Milliardäre so ein unglaubliches Interesse daran, die technischen Möglichkeiten zu kreieren oder zu schaffen, menschliches Leben zu verlängern. Das ist jetzt aber mal nur ein Aspekt des Transhumanismus. Ja? Der Transhumanismus, würde ich einmal sagen, ist wieder eine weitere Ideologie, wenn man sie, abgesehen davon, dass ich glaube, dass er scheitern wird, ja? Aber er kann viel Schaden anrichten, aber es ist wieder mal eine Ideologie, die letztendlich den Menschen teilen wird, die Menschheit, die eine neue Art von Standesgesellschaft schaffen wird oder kann oder soll. Nämlich die, die teilhaben können und werden an dem technologischen Fortschritt unter Anführungszeichen und die, die nicht daran teilhaben können und werden. Ja? Und eine transhumanistische Gesellschaft, ja, also das Spannende für mich als Historiker ist immer nicht nur die Ideologie, ja, und die Transhumanisten sagen ja ganz klipp und klar, gibt ja Wikipedia-Seite, es gibt genug, kann sich jeder darüber ein Bild machen, was ihr Ziel ist und was sie wollen und wie sie den Transhumanismus definieren. Aber das entscheidende Punkt ist, jede Ideologie bisher der Menschheitsgeschichte hat außer dem gesetzten Ziel, sage ich jetzt einmal einfach gesagt, immer bisher, und das ist auch beim Transhumanismus, unglaublich negative Auswirkungen.
auf alles Menschliche und Gesellschaftliche. Weil der Transhumanismus ist genau das Gegenteil von Humanismus. Das heißt, der Mensch, es ist eigentlich ein Rückschritt. Es ist ein Rückschritt einer kulturellen Hochleistung, die mit dem Humanismus und der Renaissance und später bis zur Aufklärung in Europa begonnen hat. Nämlich das Individuum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, nicht Glaubenssysteme, Machthabende, ja, sozusagen die universelle Menschenwürde, die universellen Menschenrechte, all das, ja. Aber eingebettet, ja, der Humanismus war eingebettet ja auch in die Natur. Und wenn man Galileo und die ganzen frühen Wissenschaftler der Moderne anschaut, all diese Menschen hatten sehr wohl auch ein spirituelles, ein Bewusstsein, das über das greifbare, dingliche, menschliche hinausgeht. Ja, aber es ging nicht mehr um Religion, sondern um Menschen. Und genau das alles zertrümmert oder ignoriert der Transhumanismus. Daraus schließe ich, dass Sie, Herr Hüther, ich möchte Sie ungern unterbrechen, aber Sie gehen quasi schon die nächsten drei Fragen, die Sie jetzt in der ersten Frage beantwortet, und damit ist das ganze Interview völlig durcheinander. Entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbreche, aber sonst, ich wüsste gar nicht mehr, wo ich dann sonst weiter anfange. Ja. Herr Hüther, Sie sprechen davon, dass es eine transhumanistische Gesellschaft gibt und diese bereits installiert wurde, das haben Sie erst in einem Vortrag gesagt. Heißt das, dass diese Bestrebungen mit einem Teil einer gewissen Elite bereits umgesetzt werden, oder wie kann man das verstehen? Ja. Alle Schiene, es wird ja wandern immer nur beim Transhumanismus über eben diesen technischen Aspekt gesprochen, ja? Also die Chips, die man theoretisch im Hirn oder sonst wo verpflanzt, ja. Aber es ist ja eine Ideologie. Und sie hebt eigentlich das Menschsein oder soll das Menschsein aufheben, nämlich auch in seiner biologischen Determination. Ein Punkt zum Beispiel ist ja auch das, was ja auch immer stärker sich ja durchsetzt. Ja, in deutschen Kindergärten, Kitas, also von der WHO nach oben, von nach unten, zum Beispiel die Frühsexualisierung. Die Leugnung oder die Abschaffung, unter welchen scheinbar noch so positiven Argumenten, ja, der Biologie, dass man sagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Ja, all dies sind ja Dinge, die ja auch, wenn man genau hinschaut, ein Kampf auf das Individuum sind. Nämlich auf die Persönlichkeit des Menschen. Ja? Das heißt, hier geht eine Beliebigkeit, wird hier einer Beliebigkeit wird Raum gemacht, ja? Mit der die aber dazu dient, den Menschen immer auch dorthin zu bringen oder zu ziehen, wohin man ihn haben will. Weil wenn man etwas aufgibt, worauf sich alle geeinigt haben, ja, dann ist der Raum ja auch offen für Willkür. Ja? Und ein Punkt, also wenn wir jetzt einmal nur die Jahre 2021 nehmen, die sogenannten Corona-Jahre, die bis heute ja noch nicht aufgearbeitet sind, ja, das nur mal am Rande, die genauso ignoriert werden wie so viele historische, sage ich jetzt einmal, Katastrophen der letzten 70, 80 Jahre. Und aber wenn wir uns doch diese, schauen wir uns doch einfach einmal strukturell an. Das ist ja eine völlig neue Art von Totalitarismus, ja auch, der da am Entstehen ist. Die Alten, jetzt komme ich einmal zu meinen eigenen, dem Kinder. Ja? Die Kinder wurden in einem beispiellosen historischen Maße instrumentalisiert, zum Objekt gemacht und missbraucht. Eine zweite Gruppe, die Alten. Ja? In diesen sogenannten Corona-Jahren. Und das sind ja die beiden Glieder, jetzt komme ich einmal auf eine Metaebene zum Transhumanismus, das sind diese beiden sozusagen Glieder der Gesellschaft, die, sage ich jetzt einmal, den wenigsten Nutzen einmal haben. Und gegen diese zwei Gruppen herrscht vor allem in der westlichen Welt im Grunde genommen immer mehr Ablehnung, immer mehr Ignoranz, immer mehr Missbrauch.
Beide sind mehr oder weniger weggesperrt. Die einen in den, ich nenne es jetzt einmal salopp, Sterbecentern, die anderen in den sogenannten Bildungsreservaten. Ja? Es dreht sich sozusagen alles nur noch um die Gruppe der Menschen, die entweder konsumieren, leisten könnten, die verwertbar sind, die Daten produzieren, etc. etc. Ja? Ich versuche mal ganz kurz jetzt nur mal sagen, was ist eine transhumanistische Gesellschaft? Die haben wir von der Grundstruktur schon längst. Ja? Deshalb ist es gar nicht so sehr für mich mehr nur die Frage, kriegen wir jetzt noch Chips oder manche Leute einen Chip eingepflanzt oder nicht? Die Art und Weise, wie wir einem Lebendigen gegenüberstehen und vor allem denen, die sich nicht selber schützen, wehren oder argumentieren können, daran kann man erkennen, auch wie humanistisch oder eben nicht humanistisch eine Gesellschaft ist. Ja? Und der Transhumanismus ist genau das Gegenteil von Humanismus. Ich verstehe. Hüter, jetzt ist es ja so, dass dieser Nimbus aufrechterhalten wird, diese Behauptung, dass die Welt komplett überbevölkert sei und wir immer mehr Menschen sind und wir eigentlich schauen müssten, dass wir weniger Menschen werden. Um die Größe einer Bevölkerung auf einem gleichen Level aufrechtzuerhalten, benötigt man im Schnitt eine Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau bzw. pro Familie. Fast alle westlichen Länder liegen aber aktuell darunter. Italien zum Beispiel bei 1,24 und Schlusslicht ist Südkorea mit 0,8 Kindern pro Familie. Was bedeuten solche Zahlen für ein Land und seine Gesellschaft? Europa, wie überhaupt die westliche Welt und auch die Industrienationen steuern, nämlich genau auf das Gegenteil von dem, was nach wie vor in manchen Ländern postuliert wird, nicht auf eine Überbevölkerung, sondern auf eine demografische Implosion zu. Sie nennen hier Zahlen, die sind keine aktuellen Zahlen, sondern die haben wir in Deutschland zum Beispiel seit Jahrzehnten. Deutschland ist seit 40 Jahren unter der notwendigen sogenannten Reproduktionsrate. Und woher kommt überhaupt der Mythos oder die Erzählung, das ist für mich jetzt einmal das Wichtigste, dass wir überhaupt überbevölkert werden oder wer oder was oder wo. Es wird immer von der Überbevölkerung gesprochen. Und das heißt ja, es gibt vereinfacht gesagt zu viele Menschen. Aber wenn es zu viele Menschen gibt, wer ist dann zu viel? Sind Sie zu viel, Herr Hopf? Bin ich zu viel? Wer ist zu viel? Sie meinen auch, ab welcher Menge, ab welcher Anzahl an Menschen ist das zu viel? Ja, oder wenn wir wer legt überhaupt die Menge fest? Und wenn die Menge erreicht ist, was machen wir dann? Wenn die zu viel sind, eliminiert? Und wer ist dann zu viel? Nochmal, also auf eine Frage. Wenn zu viele angeblich sind, wer ist zu viel? So, und jetzt möchte ich mal darauf zurückkommen, wo kommt das überhaupt her? Ja? Was die wenigsten nämlich wissen. Henry Kissinger startete im Jahre 1974 den groß angelegten Bevölkerungsplan, also das geheime National Security Study Memorandum 200 verfasste. Das kann man abrufen, nach wie vor. Das findet sich, dieses Dokument, weil es auch ein UNO-Dokument ist, kann jeder im Internet abrufen. Darin schreibt er, das oberste Gebot der US-Außenpolitik ist die Bevölkerungsreduktion. In anderen Ländern wohlgemerkt, ja, weil es war ja Aufgabe der Außenpolitik. Bei der darauffolgenden UNO-Bevölkerungskonferenz 1974, diese UNO-Bevölkerungskonferenz 1974 ist bestens dokumentiert. Schaut sich kein Mensch an. Einigten sich 137 Staaten darauf, das Bevölkerungswachstum aufzuhalten. Ja? So, das war der Startschuss in den 70er Jahren, der ging von den USA und von den USA aus, wurde von der UNO übernommen, ja, also überhaupt die Idee oder der Glaube, es gäbe eine Überbevölkerung, man müsste was dagegen machen. Was ist passiert?
Es ist ein Faktum, wir hatten vor 200 Jahren 1 Milliarde Menschen auf der Welt. In den letzten, vor allem 120 Jahren, gab es tatsächlich erstmals in der Geschichte sowas wie ein Bevölkerungswachstum. Aber was die wenigsten wissen, nie dazu gesagt wird, ist, dass dieses Bevölkerungswachstum nicht entstand, weil die Menschen plötzlich so viele Kinder bekommen haben, als im Gegensatz zu zuvor, sondern durch, sage ich jetzt einmal, einen humanen Fortschritt. Der Hunger wurde vertrieben. Es gab vom 19. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert das, was man eine sogenannte hygienische Revolution bezeichnete, ja, also Kanalisation etc. Das Lebensalter des Durchschnittlichen der Menschen stieg um 10 bis 20 Jahren, ja, aber nicht nur das Alter stieg, sondern es starben einfach auch immer weniger Menschen an Krankheiten, Seuchen, Unterernährung etc. Und der entscheidende Punkt ist, worüber nie gesprochen ist, sogenannte Kindersterblichkeit war es wahrscheinlich seitdem es den Homo sapiens gibt, lag die bei um ein Drittel. Ein Drittel der Kinder im Mittelalter war die höchste Übersterblichkeit. War teilweise bis 50, 60%. Das ist einer der ganz großen Fortschritte, wo wirklich die westliche Welt, aber da hatten nicht nur Mediziner einen Anteil daran, diese Übersterblichkeit sang in der westlichen Welt und zumindest weltweit auf 5, manche Länder 3 und manche Länder 0, irgendwas. Also es ist mehr oder weniger verschwunden. Und das war der entscheidende Grund, warum die Weltbevölkerung so zugenommen hat. Weil immer mehr Menschen alt geworden sind, relativ gesund alt und vor allem immer weniger Kinder gestorben sind. Aber es hat in den letzten 120 Jahren hat es nicht mehr Kinder gegeben. Im Gegenteil, zwischen 1900 und 1930 sank in Deutschland bereits die Geburtenrate von über 4,8% auf 1,8%. Das sah man damals schon als Bedrohung und haben ja die Nazis sehr wohl gewusst und instrumentalisiert, eben mit der deutschen Rasse und mit dem Mutterkult. Und will jetzt darauf nicht eingehen. Ja? Es ist überhaupt nicht so, dass wir immer mehr Kinder und daher immer mehr Menschen werden. Und der Zenit ist erreicht. Sie dürfen Sie nicht vergessen, die aktuelle Durchschnittliche Geburtenrate liegt bei 2,5% und das schon seit vielen Jahren. Ja? Das heißt, wie Sie richtig sagen, um stabil zu bleiben als Gesellschaft, ja, braucht man es ungefähr so um die 2 bis 2,2. Ja? Also wie sollen wir eigentlich immer mehr werden? Es spricht überhaupt nichts dafür. Im Gegenteil, die Industrienationen von Japan, Südkorea, Shanghai, China, Europa bis nach USA, auch teilweise Russland, haben seit Jahrzehnten das Problem, dass sie immer, immer weniger Kinder bekommen. Und vor allem Europa ist extrem überaltet. Ja? Das heißt, und diese Erzählung von der Überbevölkerung, die wird ja nur im Westen verbreitet. Die geht von den USA und vor allem in Europa und durch die Mainstream-Medien. Ja? Und vor allem innerhalb Deutschlands. Also ich bin ja international vernetzt, wenn nicht dieses Thema irgendwo aufs Tapet kommt, also werde ich damit eigentlich nur mehr in Deutschland konfrontiert. Interessanterweise von dem Land, das seit 30 oder 40 Jahren unter der Reproduktionsrate liegt. Also da geht ja was überhaupt nicht zusammen. Das kann man wohl so sagen, ja. Jedoch gibt es ja da zwei ganz klar getrennte Lager in der Betrachtung auf der internationalen Bühne. Die einen, wie zum Beispiel ein Bill Gates und einige beim World Economic Forum, sagen, es gibt zu viele Menschen auf der Erde und die Weltbevölkerung müsse schrumpfen. Auch ein Klaus Schwab hat schon mehrmals darüber gesprochen. Und dann gibt es andere, wie zum Beispiel ein Elon Musk, die betonen, dass vor allem die westliche Welt und die Industrienationen dringend mehr Nachwuchs brauchen. Wie stehen Sie zu diesen beiden Positionen? Und gleicht das schnelle Bevölkerungswachstum in Teilen Afrikas und Asiens nicht den Kindermangel in den Industrienationen aus? Nein, der Bevölkerungswachstum, es gibt übrigens kein Bevölkerungswachstum in Afrika, das stimmt nicht. Auch in Afrika, die liegen nur viel höher, ja, als wir.
der Geburtenraten, auch dort sind die Geburten in den letzten 20, 30 Jahren zurückgegangen. Sie sind weltweit zurückgegangen. Also diese sogenannte Bevölkerungskonferenz, noch einmal, die ich da gerade zitiert habe, ja, die ist bestens dokumentiert 1974, die hat schon was gebracht. Aber da will ich jetzt nicht noch weiter drauf eingehen. Ja? Gebracht, aber das meine ich jetzt nicht unbedingt positiv. Ja? Und aber was nützt uns, wenn Afrika oder Asien uns in Europa, unserem Kulturkreis, wenn die durchschnittlich 4 Kinder pro Frau bekommen und wir ein Kind pro Frau? Wie soll das ausgleichen? Dann müssten wir sozusagen ständig von irgendwo auf dieser Welt hierher Kinder, sage ich jetzt nochmal, importieren, so wie Kakao oder Kaffeebohnen. Ja. Ja, aber das machen wir doch, Herr Vitor. Ich meine, was passiert denn gerade? Nur Herr Hopf, das ist eine mathematische Frage. Ich kann nicht eine Kultur aufrechterhalten, indem ich auf Zahlen schaue. Diesen Fehler haben schon andere Großreiche gemacht, die von der Bühne der Menschheitsgeschichte verschwunden sind. Weil es nämlich nicht einfach so, erstens einmal verlässt niemand gerne und freiwillig sein Land. Ja, Ich lasse lass es das einfach einfach mal so mal so. stehen. Wahrscheinlich gibt es andere, wenn es in dem Land selbst sehr schlecht läuft und in einem anderen Land gigantische Anreize gibt zu kommen, dann denke ich, schreibt die Realität, wie wir das alle sehen können, so, dass wir massivste Migrationsströme haben und Kriegsflüchtlinge, Herr Hopf, Kriegsflüchtlinge gibt es nur dann, wenn ich Krieg führe. korrekt, aber es gibt nicht überall Krieg, wo Leute flüchten. Das ist richtig. Und ist die Frage, welchen Anteil hat der Westen in den letzten 100 Jahren daran gehabt, dass so viele Länder wie Afrika arm wurden und wir oder arm blieben? Und genau das ist das Stichwort BRICS-Staaten ja genau am Ende. Aber Wer dann noch sagt mal. uns denn, dass auf Dauer, dass wir weiterhin unsere demografischen Defizite dadurch lösen, indem andere Menschen, was ist, wenn die gar nicht mehr kommen wollen, weil das an Attraktivität verliert? Und warum haben wir überhaupt so wenige Kinder? Das ist doch viel die entscheidende Frage. Und was anderes auch, wollen wir unsere Kultur, und das ist keine Frage von rechts oder links, ja, sondern wollen wir unsere Kultur, die europäische Kultur, bewahren? Und eines zeigt doch auch die Geschichte, also durch Ideologie, Politik oder auch durch ein Massenbildungssystem, ja, ein staatliches, erhalten sie nicht Kultur aufrecht. Kultur in letzter Konsequenz wird durch starke traditionelle Gesellschaften aufrechterhalten. Mit traditionell hat es aber jetzt nichts mit archaisch oder afrikanisch zu tun, sondern mit Gesellschaft, mit einem starken Wertekodex, Gemeinschaftskodex, ja? Keine egoistische, narzisstische Gesellschaft, sondern wo ein Staat oder eine Kultur sich das Individuum auch nicht nur, aber auch Teil einer Gemeinschaft sieht, die alle zusammen sagen, vereinfacht gesagt, die gehört geschützt. Das haben wir ja in Europa schon lange nicht mehr. Ja? Und die Geburtenzahlen, ja, da schaut ja kein Mensch hin, warum sind die seit Jahrzehnten überhaupt so gering? Ist ja kein Naturgesetz. Ja? Da hat es die österreichische Dokumentarfilmemacherin Maroski mit dem Film Future Baby vor ein paar Jahren schon zu dem Thema auch Geburtenlosigkeit in der westlichen Welt einen Film gemacht. Es ist ja nicht nur so, dass immer mehr Menschen keine Kinder wollten in den letzten Jahrzehnten in Europa, sondern sehr viele können überhaupt gar kein Kind mehr bekommen. Die Unfruchtbarkeit nimmt in den Industrienationen und in den westlichen Ländern seit Jahrzehnten zu. Das ist ein Faktum. Ja? Und warum eigentlich? Da wird auch nicht hingeschaut. Das heißt, wir haben sozusagen vereinfacht, kürze ich das ab, ein gewaltiges Problem in unserem eigenen gesunden Erhalt als Gesellschaft. Wir fragen aber nicht nach den Ursachen, sondern wir machen Symptombekämpfung.
Und Sie müssen sich einmal vorstellen, ein Land wie Deutschland, ja, ist seit 40 Jahren unter der Reproduktionsrate, und zwar massiv. Aber, und hat so massive Zuwanderung wie kaum ein anderes Land in Europa. Aber trotzdem bleibt Deutschland mehr oder weniger rein von Zahlen her stabil. Also des Bevölkerungs, ja. Das heißt, da von unten her krankt. Aber wieso schaut man da eigentlich nicht hin? Wieso ist das einer Gesellschaft egal? Also sind wir jetzt schon, ich möchte diesen Spruch, da, es gibt dieses berühmte Bonmot von der Mätresse von Ludwig XIV., die gesagt hat, wie das Land schon mehr oder weniger, die Bauern auf der Straße waren in Mistkübeln und der große Aufruf war, die ganz locker gesagt hat, hinter mir die Sintflut. Und ich kann mich nicht des Gefühls erwehren, dass wir derzeit in Europa, und das ist auch Teil der transhumanistischen Gesellschaft, ja, dass wir in so einer Grundmentalität eigentlich verhaftet sind. Dass das, was uns nachfolgt, eigentlich völlig irrelevant ist. Also das sind alles Dinge, ich denke ich mir, die wären es einmal wert, wirklich zu besprochen zu werden. Ja, und einmal wirklich Definitiv. tief diskutiert zu werden, ne? Sie Weil es versuchen betrifft ja ja jeden. da durchaus Licht ins Dunkel zu bringen in ein Thema, das eben zu wenig besprochen wird, auch bei Ihrem aktuellen Filmprojekt Der große Mythos Erziehung und Bildung. Erzählen Sie uns doch gerne noch, um welche Mythen es dabei geht und warum Ihnen das Projekt so wichtig ist. Ein großer Mythos der westlichen Welt, der durch unser Bildungssystem verbreitet werden wird, ist zum Beispiel einer, dass Kinder früher immer in so viel Armut gelebt haben. Ja? Es sind so viele Kinder bei der Geburt gestorben, ja, in den letzten Jahrtausenden oder seit es den Menschen gibt. Und seit es den Westen und unser Wohlstand, unsere Demokratie, ist alles gut und bestens. So, die vereinfacht die Erzählung. Das ist aber eine Erzählung und ein Mythos. Wie wir gerade sehen, schaut es nämlich alleine, was Kinder betrifft und unserem Nachwuchs katastrophal aus, und zwar in den westlichen, also in den Industrienationen und vor allem in Europa. Es ist ja nicht nur so, dass immer weniger Kinder sind, sie sind auch immer kränker. Schon vor Corona hatte jedes zweite Kind zumindest eine chronische Krankheit. Verhaltensauffälligkeiten nehmen massiv zu. Am Ende, da haben wir im ersten Gespräch gesprochen, nach 18 Jahren Wegsperren und angeblich bilden, haben wir eine strukturelle Analphabetisierungsrate von 18%, etc., etc. Das heißt, wir haben nicht nur immer weniger Kinder, sondern der Befund wird eigentlich immer schlechter. Ja? Und ein großer Teil dieses großen Kinderdokumentarfilmes ist, dass überhaupt dieser Mythos, dass unser Bildungssystem bildet. Und dass die Massenbeschulung deshalb eingeführt wurde, ja, weil die Menschen alle früher so ungebildet waren, ja, und damit endlich alle Menschen in den Genuss von Bildung kommen. Aber auch das ist ein bisschen ein Mythos oder Erzählung, weil in dem, sage ich einmal, in der Beschulung, in der breiten Massenbeschulung ging es nie darum, wirklich den Menschen zu bilden, sondern die herrschende Ideologie, die jeweilige, durchzusetzen. Ja, und ich sage jetzt einmal ganz lob, wenn ich mir derzeit so umschaue in unserer Gesellschaft, was nach 18 Jahren noch nie war, wurden die Kinder oder der Mensch so lange angeblich gebildet, sprich war weggesperrt, von Kita an bis zum Abitur in Bildungseinrichtungen, aber wo sind sie? Wo sind die kompetenten Menschen? Wo sind die empathischen Menschen? Wo sind die hochgebildeten Menschen? Wo sind die Dichter und Denker? Wo sind die Erfinder, Pioniere? Wo sind sie? Das ist die große Frage, ja, Herr Hüter. Ich Und denke, das ist wirklich auch eine Frage. dieser großen Frage gehe ich mit einem sehr aufwendigen, groß angelegten Filmprojekt nach, das in mehreren Ländern gedreht wird, weil wir dazu mal wieder mal zurückgehen müssen, weiter zurückgehen müssen, vor allem hier in der westlichen Welt, und mal schauen. Reproduzieren wir nicht die immer gleichen Erzählungen und Mythen, die uns obendrein auch noch schaden? Ganz richtig.
Wer das unterstützen möchte, Herr Hüther kann Sie unterstützen. Wir blenden das unten auch mal ein GoFundMe. Sie brauchen hier noch weitere Unterstützung, um dieses Filmprojekt fertigzustellen. Was macht man, wenn man Sie da unterstützt, Herr Hüther? Wie hilft man da selbst mit? Ich möchte nur mal, weil ich bin ja Mensch, ich bin Historiker, aber mein Schwerpunkt ist ja Kindheitsforschung. Sie kriegen, da sieht man mal den Zustand unserer Gesellschaft. Warum habe ich überhaupt, muss ich diesen Film über eine Crowdfunding finanzieren? Ja, Sie bekommen, Sie können die besten Leute haben, Sie können die ganze Filmbranche. Ja, wenn Sie sich mit den, sage ich einmal, lebenserhaltenden, wirklich wichtigen Fragen auch einer Gesellschaft auseinandersetzen, da ist kein Geld mehr da. Ja? Daher muss ich das Projekt sozusagen über Crowdfunding finanzieren. Und aber noch einmal zurück zu Ihrer letzten Frage. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren. Meine letzte Frage ist, warum sollte man Sie dabei unterstützen bei diesem Crowdfunding? Wie hilft man dabei der Gesellschaft? Weil ich gerade diese Frage, ja, also oder anders formuliert, es ist auch Teil dieser transhumanistischen Gesellschaft, die meines Erachtens ja schon existiert, ja, ist auch, dass sie nicht mehr danach fragt, was kommt nach. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft, die auch in Wahrheit keine Visionen mehr für einen Morgen hat, für eine bessere Welt. Und eine Gesellschaft, die sich überlegt, wollen wir es in 20, 30, 40 Jahren nicht besser haben, ist immer eine, die sich vor allem einmal um den Nachwuchs Gedanken macht. Das passiert hier auch nicht mehr. Wir sind in einer Gesellschaft, ich nenne es jetzt einmal, es gibt einen ganz tollen Song von dem amerikanischen Soul-Sänger James Brown aus den 70er Jahren, glaube ich, oder was, Ende der 60er, jetzt Man's Man's World. Ein ganz großartiges Lied. Ja? Es ist eine Männerwelt. Es widerspiegelt so den Geist der damaligen Zeit. Jetzt haben wir aber Gleichstellung, Feminismus, alles Mögliche hinter uns, in einem unglaublichen Tempo. Was wir doch in Wahrheit links haben, ist eine Erwachsenenwelt, wo sich alles um die, sage ich jetzt einmal, 22- bis 50-Jährigen dreht. Ja? Und deren, die noch dazu in einem furchtbaren Konkurrenzkampf im Grunde genommen auch zueinander stehen, ist eine hochnarzisstische, egoistische Gesellschaft geworden, wo siehe Corona, die unten, die Kinder, nur noch zum Objekt der Projektionen und Ängste der Erwachsenen geworden sind und detto die Alten. Aber gerade alle, die hier jetzt Zuhörer dieser Interviews, die keine Kinder haben, ja? die sogenannten Kinderlosen, und ich meine das nicht negativ, weil es ist überhaupt kein Problem oder Schande oder schlecht, kein Kind zu haben. Darum geht es mir nicht. Ja? Das gab es immer in der ganzen Menschheitsgeschichte. Es gab immer Menschen, auch vor Verhütung und Geburtenkontrolle etc. Es haben nie alle Menschen ein Kind gekriegt. Ja? Aber gerade die sollten sich einmal auch fragen oder sich bewusst werden, dass auch sie alt werden. Und wer soll eigentlich sie noch betreuen oder pflegen, wenn ja über viel, viel, viel zu wenig Kinder nachkommen? Und warum auch? Und eine Gesellschaft, die die Familie und Kinder und die Alten so wegdrängt aus der Gesellschaft, aus dem öffentlichen Raum, aus dem Bewusstsein, kann nur eine inhumane und leblose sein. Denn das Lebendigste sind immer noch Kinder. Ganz richtig. Sollten wir uns alle immer wieder in die Gedanken führen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aussagen zu sehr brisanten Themen. Michael Hüther. Wer interessiert ist, Michael Hüthers Film, sich den Trailer einmal anzuschauen, sehr, sehr interessant, unten in der Videobeschreibung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Hüther. Ich danke Ihnen für die Einladung, Herr, und alles Gute. Danke.